Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Ja, im Bistarium habe ich nachgeguckt, was es mit diesen Fleckenwichten auf sich hat. Urden würde helfen, Igni würde helfen und Nekrophagenöl auf der Waffe soll auch helfen. Nekrophagenöl habe ich schon mal auf die Waffe draufgeschmiert. Ob ich mich an alles andere erinnern werde während des Kampfes, weiß ich noch nicht. Ich weiß ja jetzt auch nicht, ob wir direkt mit ihm kämpfen müssen oder eventuell dann doch erstmal hier mit der Spucke und so ihn mal nett fragen. Ist hier so Nebling. Barkhessen, kein gutes Omen. Ja. So, können wir von ihm hier looten? Ja. Also verbrauche ich nur mein Nekrophagenöl. Das ist etwas doof. Au. Der da. Sah genauso intelligent aus, wie was wir hier die ganze Zeit machen. Irgendwie in so einem Kreis rumdrehen und Löcher in die Luft schlagen. So, ich hoffe, plötzlich geht's gut da unten. Ja, der ganze Scheiß hier ist verflucht, ich weiß. So, da unten lauert eine ganze Rotte. Regis Rabe hat nicht gelogen. Es ist alles voller Löffel. Au. Okay, das sind definitiv zu viele. Mal gucken. Aber klein kriegen wir sie trotzdem. Stirb! Das ist natürlich mein ganzes Geschmiere weg. Ach Gott. Ja. So, haben wir sonst noch irgendwas hier Cooles? Nee. Was die eventuell bewacht. Seltsam. Hätten haben mir können. Ist, als würden die Löffel einen Rhythmus trommeln. Eine Botschaft an mich. Tatsächlich viele Löffel. Eine Botschaft an dich. Geralt, du hörst Gespenster. Ich höre da nichts Großartiges raus. Also. Es klingelt halt vor sich hin. Aber ich vernehme weder Rhythmus noch irgendwie etwas anderes, was sich so anhört, als wäre es gewollt. Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Klingt tatsächlich wie ein Fluch. Da ist jemand besessen. Regis sagte ja, der Ort sei verflucht. Kann kein Zufall sein. Ich muss mich umsehen. Ja, dann schauen wir uns mal um. Also, er hat hier jede Menge an die Wand geschrieben, wer auch immer hier ist. Was für ein Schweinestall. Muss ihn gründlich durchsuchen. Vielleicht finde ich etwas Wichtspeichel. Der Wicht ist besessen.
Ein echter Sammler. Okay, wir nehmen mal noch mal kurz den... Oh Gott, wo ist denn das? Da. Nehmen wir halt noch mal das Öl so vorab. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejahrt vielleicht. Oh, hier ist... Halt! Der Löffel ist ein Meisterwerk. Der muss reichen Leuten gehört haben. Ja, dann nimm mit! Fleckiges Tagebuch. Okay, dann lesen wir das mal. Ich habe jetzt seit Tagen Schwindelanfälle. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wenn es so weitergeht, muss ich einen Kräuterkundler aussuchen, obgleich ich Zauberei nicht ausstehen kann. Die Schwindelanfälle haben nicht nachgelassen. Jetzt sind auch noch Schmerzen dazu gekommen. So stark, dass ich manchmal nichts mehr sehen kann. Ich war bei der Kräuterfrau, eine abstoßende alte Hexe, die mich angegafft, als hätte sie ein Monster gesehen. Sie gab mir irgendein verfluchtes Gebräu, das ich nun zweimal täglich trinken muss. Es hilft kein bisschen. Heute blickte ich wie üblich in den Spiegel. Was ich da sah, machte mich sprachlos. Ich suche immer nach Fältchen oder Augenringen. Ja, super. Doch heute, ich wünschte, es wären nur Fältchen. Mir wachsen Haare auf den Brüsten. Das ist abscheulich. Das muss an diesen verdammten Kräutern liegen. Ich ging zur Kräuterfrau, um sie zu verprügeln, aber ihre Hütte war verlassen. Sie muss gewusst haben, dass, was mir bevorsteht und das Weite gesucht haben. Moment, war das jetzt eine Frau oder wie jetzt? Weil jetzt Haare auf der Männerbrust ist ja jetzt nichts Schlimmes. Aber eine Frau, die eine Kräuterfrau verprügelt, ist auch irgendwie selten. Meine Familie schöpft allmählich Verdacht, obwohl ich das Haar zurückschneide, das immer schneller wächst. Ich versuche den Gedanken nicht zu denken, aber ich schaffe es nicht mehr. Vielleicht waren es gar nicht die Kräuter, sondern ich bin von diesem alten Bettler verflucht worden, den ich einst verjagen musste. Ich muss es herausfinden. Ich muss jemanden anheuern, der die Kräuterfrau findet. Ich kann nicht denken und kaum schreiben. Einsamkeit, keine Familie. Essen, ich will essen. Kein guter Löffel, leere Löffel. Nichts zu essen. Es tut weh. Spiegel, Lügen, nein. Oh! Okay. Armes Mädchen. Hat gemerkt, dass sie allmählich zum Monster wird und hat es aufgezeichnet. Rührend. Ja, aber ist die immer noch hier? Witze wohl. Ein zerschlagener Spiegel. Mochte sich da jemand nicht ansehen? Vielleicht ist die Autorin des Tagebuchs das Monster, das hier haust. 180 Millionen Löffel. So, hier haben wir alles untersucht, alles Löffelige gelöffelt. Kein Löffel soll dich sättigen. Was immer hier lebt, nimmt das wörtlich. Es sucht noch nach dem richtigen Löffel. Ja. Sieht sehr gut da hinten aus. Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Löffelschlüssel. Ein Löffelschlüssel. Fein gearbeitet. Mit Inschrift. Der Wicht ist ein wahrer Sammler. Spontane Profite. Notiz. Hiermit ist zertifiziert, dass das Auktionsobjekt ein antiker Löffelschlüssel, gefertigt 1210, in der Werkstatt Christoffersen und Söhne, Eigentum von Smigol Serkis ist. Besitzer der Fasanerie. Mhm. Bei dem ihm hier zurückgeben der können? Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Ja, aber er sammelt nur Löffel. Er könnte ja mal hier vielleicht mal eine Gabel oder sowas. Weißt du, dann ist der Fluch hier so
dass kein Löffel ihn sättigen soll, dann nimmt man halt einfach eine Gabel und ein Messer. Geht doch auch. Skelette, die Leute sind sicher nicht freiwillig hergekommen. Hat das was mit dem Fluch zu tun? Wir wissen es nicht, Geralt. Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen? Würde passen. Rechter Arm abgebissen. Alle Zähne ausgeschlagen. Jemand wollte ihn gewaltsam füttern. Mach Alarm. Was ist mit ihm hier? Hals gebrochen, Schädel eingeschlagen. Mit einem schweren Objekt. Ja, wahrscheinlich mit einem großen Löffel. Keine Klauen und Bissspuren. Vermutlich wurde er erstickt. Auch schön. Das können wir gleich untersuchen. Hier war doch auch noch was Rotes. Ein Frauenname ist in den Holzlöffel geschnitzt. Romantisch. Verrottender Brief. Lieber Meister Levasieux, ich weiß, dass du seit Jahren dein Auskommen mit der Jagd auf Gesetzlose verdienst. Ich hätte einen ungewöhnlichen Auftrag für dich. Vermutlich wunderst du dich, dass ich dich hier herausbestellt habe, ohne selbst anwesend sein zu können. Leider ist in meiner gegenwärtigen Lage jede Art von Treffen sehr riskant. Weniger für mich als vielmehr für denjenigen, mit dem ich mich treffe. Abgesehen davon ist dies der Kern der Sache. Auf mir lastet entweder ein Fluch oder ich hoffe, auf mir lastet entweder ein Fluch oder was ich hoffe, daher wende ich mich an dich, die Nebenwirkungen einer Medizin, die ich vor einiger Zeit von einer Kräuterfrau erhielt. Das Problem ist, dass sie kurz nach meinem Besuch bei ihr spurlos verschwunden ist. Es ist mein verzweifelter Wunsch, meinem Gebrechen auf den Grund zu gehen und daher heuere ich dich an. Du sollst eine gewisse Frau finden, die in dieser Gegend die Kräuterkundige war. Wenn du es schaffst, so musst du möglichst viel über die Medizin herausfinden, die sie mir gegeben hat. Wenn mein Leiden ihr Werk ist, so beschaffe ein Gegengift bei ihr. Du sollst es nicht bereuen. Ich bin wohlhabend und werde nicht geizen, wenn ich deine Dienste vergüte. Wenn mein Zustand nichts mit ihren Machenschaften zu tun hat, dann lass sie gehen. Denn dann bin ich in den Fängen eines fürchterlichen Fluchs, von dem mich nur die Götter befreien können und den ein gewisser Bettler gewirkt haben muss, der eines Abends zum Anwesen kam, als ich gerade Gäste hatte. Wenn du diesen Herumtreiber finden kannst, bezahle ich dir das Doppelte. Leider weiß ich nichts mehr über ihn als den Umstand, dass er Spiegel verkauft hat. Ah, ja, okay. Das ist eingestandenermaßen nicht viel, aber doch etwas und besser als nichts. Ich vertraue auf deine beachtlichen Fähigkeiten und wünsche dir viel Glück. Ja, wir kennen ja jemanden, der Spiegel verkauft hat, aber den haben wir ja irgendwie in seine Dimensionen verbannt. Hoffe ich zumindest mal, dass der nicht nochmal hier auftaucht. Da hätte ich nämlich jetzt weniger Lust drauf. Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Waren wir... Okay, es scheint irgendwas da unten zu sein. Ja. Ich weiß, Geralt, deine ärgsten Feinde Treppen. Sieht tatsächlich nach dem Lager eines Wichts aus. Etwas ungewöhnlich, aber dennoch. Sicher ist sein Kessel hier irgendwo. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejahrt vielleicht. Ja, wir kommen der... Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Der Geschichte näher, es wird auch etwas lauter. Klingelingelingeling. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler.
Monsterflüche. Monsterflüche klingt gut. Einführung. Flüche, die Mitmenschen in Monster verwandeln, gibt es seit Anbeginn der Zeit. Ihre Ursprünge sind so vielfältig wie ihre Wirkung. Meistens wird der Fluch von Magiern oder Zauberinnen gewirkt. Er verwandelt das Subjekt. Das geschieht nicht immer sofort. Manchmal verwandelt sich die verfluchte Person auch allmählich. Es kommt auch vor, dass der Fluch von einem normalen Mitmenschen gewirkt wird, dessen Gewissen rein ist und der gute Taten getan hat. Eine solche Person kann mächtig sein und jene verfluchen, die ihr Übles tun. Solche Flüche sind stark und nicht einfach aufzuheben. Flüche, die menschliches Elend, Flüche, die menschliches Elend rächen, sind meist langwierig und leidvoll. Okay. Wir nehmen mal den ganzen Alk mit. Ja, da ein ist ein ganz normaler Löffel. Etwas angejahrt vielleicht. Ich trau mich jetzt dann nicht runter, weil ich jetzt nicht weiß, was dann mit mir hier passiert. Wir speichern sicherheitshalber. Obwohl, hier geht's auch nur das nach unten. Das sind ja Tausende. Der Wicht muss lange gesammelt haben. Ach so, das sind alles Löffel. Okay, ich habe gedacht, das wäre einfach nur Boden. Tja. Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. So, wir machen mal hier Licht. So, konnte ich hier nicht irgendwie... War da nicht gerade was? Ich sehe hier schon Gespenster. So, hier ist abgeschlossen. Schlüssel benötigt. Ja, ja, schön. Wir haben doch hier einen Schlüssel, einen Löffelschlüssel, Schlüssellöffel. Geralt, kommst du jetzt da bitte hoch? Der Wicht ist besessen, ein echter Sammler. Ja, ja, das... Aha. Ist ja alles schön und gut. Hier waren wir aber schon überall, oder? Ah ne, hier drin waren wir noch nicht. Da ist der Kessel. Der Wicht ist ja nicht sehr ordentlich. Sagst du. Was haben wir hier? Großes grünes Muttergen, okay. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejahrt vielleicht. Der Tisch ist gedeckt. Dieser Wicht bereitet offenbar ein Festmahl vor. Naja. Der Wicht, der hier haust. Der steht unter einem Fluch und er will ihn verzweifelt loswerden. Aha. Erschreck mich nicht so. Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Zwergenwetzstein. Okay, dann nehmen wir mal hier den... Der Kessel ist leer. Schade. Regis könnte Suppe gebrauchen, aber er kriegt wohl keine. Ich muss mich wohl verstecken und auf Speicheldrüsen warten. So wie auf deren Träger. Ich verstecke mich so, dass ich den Kessel beobachten kann. Okay, Geralt, dann mach das mal. Ich weiß zwar nicht wo hier, aber wird wohl ja irgendwie funktionieren. Versteck dich an einem Platz mit Blick auf den Kessel. Ja, werden wir irgendwie machen. Ich mache aber hier erstmal mit der Folge Schluss. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.